So, liebe Leute, willkommen zurück zu State of Decay 2. Es ist dunkelste Nacht. Und ich würde vorschlagen, wir schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Bevor wir dann tatsächlich Richtung Seuchenherz gehen. Denn ich möchte möglichst gut vorbereitet sein. Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Doch ich will so ein bisschen schauen, was in direkter Umgebung so verfügbar ist. Und Platz für einen Packsack habe ich auf jeden Fall. Aber ich muss mich hier so ein bisschen herantasten. Was ist denn da hinten jetzt schon wieder? Was hat es denn mit dieser... damit auf sich? Der ist direkt hier unten, oder? Das ist ein Bloater, aber der schläft, glaube ich. Wenn die das überhaupt können... Ich möchte natürlich im Idealfall möglichst wenig Bolzen verschwenden. Da unten haben wir noch einen. Hier ist eine Menge los. Ich muss irgendwo anfangen, am besten hier beim Äußersten. Und dann schauen wir mal, was wir so finden. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was erkennen könnt. Das ist auch für mich sehr dunkel. Und ich habe gerade eben vor 5 Minuten die erste Folge für euch zur Verfügung gestellt. Das heißt, alles, was ihr da geschrieben habt in der ersten und zweiten Folge, habe ich jetzt noch nicht gesehen. Deshalb mache ich das erstmal hier so auf eigene Faust. Ich bitte auch darum, nicht zu viel Tipps zu geben, sondern nur so eher so in Richtung mit der und der Taste kannst du das noch machen oder irgendwie sowas. Aber... alles, was dann halt in so eine Richtung geht wie, ja, du musst das machen, dann wird das daraus, daraus kannst du das machen und dann ist es leicht. Also ich habe schon den Plan, das hier alles so ein bisschen auf eigene Faust zu erkunden und das Spiel für mich neu zu entdecken. Und wir schauen mal, was wir hier so reißen können. So, das ist unser Außenposten hier. Kann ich ja mal eben reingehen. Wir haben hier noch ein Auto. Ah ne, das hatten wir schon. So, essensmäßig. Wo kann ich denn danach schauen? Wir haben Essen, das ist okay. Wir haben Medizin, wir haben keine... wie heißen die Dinger? Das ist einfach Munition an sich, okay. Materialien. Okay. dafür brauchen wir 800 Einfluss und 4 Materialien. Okay. Das sieht soweit ganz gut aus. Was haben wir denn hier eigentlich? Das interessiert mich so ein bisschen. Jetzt eigentlich nur kein Interesse an einem Tobsüchtigen. Das ist übrigens der Soldat, oder den ich hier beim letzten Mal auch hatte. Ich habe ihm nur ein Flanellhemd angezogen. Noch ein Haus, sehr schön. Wie ein Tor oder sowas? Nee, das ist alles Zaun auf der Seite. Also wir haben 2 Häuser. Gerade überlegt, ob das vielleicht eine Garage ist, aber das ist schon verdammt groß. Ja, wobei, nee, das ist so ein Schuppen. Riskier's mal. Da haben wir eine Horde.
vorne haben wir einen Screamer, den kann ich aber noch nicht sehen. Das ist die Frage, ist diese Tür hier offen? Ist sie okay. Sehr gut. Mal zu. Was passiert da drüben? Ganz schön Lärm. I'm already full up. Mhm. So einen richtig großen Rucksack. Ich weiß gar nicht, was hier das Maximum an Rucksackkapazität ist, aber so einen richtigen Reise-Backpacker-Rucksack. Sehr schön. Oh, perfekt. Das brauche ich. Sind da in dem Haus. Da will ich mich mal nicht einmischen. Wir haben hier oben ein paar Kollegen. Muss zusehen, dass ich hier wieder wegkomme. Ich habe auf jeden Fall etwas, was ich gut gebrauchen kann. Und alles in allem dient dieser kleine Ausflug jetzt in erster Linie dazu, die Nacht vergehen zu lassen. Denn ich glaube, man kann nicht schlafen oder warten oder so. Ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich Kennedy mitnehme zum Seuchenherz. Denn auch wenn die vielleicht keine Riesenhilfe ist, was so die Bekämpfung angeht, ist sie dennoch möglicherweise eine gute Ablenkung für mich. Damit die Zombies auf sie gehen und nicht auf mich. So makaber das klingt, aber jeder muss an sich denken. Und das wird sie wahrscheinlich genauso machen. Und wir haben Shay in der letzten Folge verloren. Durch einen Tobsüchtigen. Und, ach ja, Benzin brauchten wir auch noch. So, da schläft der. Da leuchtet sein Bauch. Und da oben ist unsere Base. Wo ist der? Oh, wie viele einfach. Oh Gott. So, die dürften mich eigentlich nicht mehr hören. Okay. So, das können wir schon mal ablegen. Das ist gar nicht verkehrt, denn das ist auch das, was uns hier fehlt. Sehr schön. So, 590 Einfluss. Alle sind deprimiert. Woran liegt das denn? Was wollt ihr denn? Trauert. Okay. Traumatisiert. Das wird auch scheinbar nicht verschwinden. Oder vielleicht mit der Zeit. Neues Territorium. Okay. Ja, Leute, viel mehr kann ich für euch gerade nicht tun. Okay, jetzt haben wir es etwa Mitternacht, würde ich mal schätzen. Ja, ich sag dir ja, Benzin ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Ich denke, ich ziehe nochmal los und schaue, ob ich irgendwo Benzin herbekomme. Ich weiß nicht, ob es dafür irgendwie so Standard... Haha, vergesst, was ich gesagt habe. Ob es
dafür so Standardfundstellen gibt, aber die haben wir jetzt wohl gerade gefunden. Sehr schön. Das kommt noch rüber. Können wir hier eigentlich irgendwas machen? Wasser holen. Cool. Hydriert bleiben aktiviert. Moral deprimiert. Installiere, verwalte oder deinstalliere Mods in dieser Anlage. Was haben wir denn? Munitionspresse im Regenkollektor macht vielleicht keinen Sinn. Elektrowerkzeuge ebenfalls nicht. So, wie viel haben wir hier? Jetzt etwa die Hälfte? Ich sollte mal zusehen, dass ich hier ein bisschen Einfluss gewinne, indem ich die Screamer und so entferne, die in unmittelbarer Umgebung sind. Wo haben wir den denn? Das ist der andere Vogel. Direkt hier vorne. Ich sehe ihn leider nicht. Da haben wir einen Bloater. Ich höre ihn, der muss direkt hier vorne sein. Ach, da ist er. Oh, gut getarnt. Der Busch ist es. Da wage ich mich jetzt mal nicht ran, weil ich nicht mal sagen kann, ob der in meine Richtung schaut oder nicht. Wobei das die rot leuchtenden Augen... Oh, ist das fies. Ja, doch, doch, der schaut hierher. Da kommt auch noch einer. Nee. Ciao. Das riskiere ich nicht. Lieber warte ich ein bisschen, bis hier der Tag wieder anbricht. Als dass ich mir das jetzt versauere durch irgendwelche unnötigen Heldentaten. Aber das Auto haben wir repariert und aufgetankt. Genug, um ein bisschen voranzukommen. Können wir uns denn hier irgendwie ausruhen oder warten? Nee, ne? Das gibt's nicht. Okay. Aber ich nehme an, die Nächte sind dann auch dazu da, in der Basis ein bisschen was zu machen. Es gibt bestimmt auch Missionen oder Gebiete, wo es klüger ist, nachts unterwegs zu sein. Hier kommen verdammt viele. Drei Screamer nebeneinander. Was mache ich mit denen? Die sind direkt hier unten. Zeig mal her. Jetzt sind es nur noch zwei. Sehr praktisch. Oder sie stehen direkt aufeinander. Zweidimensional gesprochen. Wenn ich Glück habe, sind Stealth-Kills tatsächlich so stealthy, dass auch jemand, der 2 Meter daneben steht, mit dem Rücken dahin, das nicht bemerkt. Der steht mit dem Rücken zu mir, mehr oder weniger. Muss mal eben schauen, wo sein Kollege hier zu finden ist. Die kriegen wir vielleicht so umgehauen. Kommt aber auch ein bisschen drauf an. Das sollten wir schaffen, oder? Ja, der schaut schon hierher, aber... Und ansonsten eben mit der Armbrust. Aber ob es das jetzt wert ist? Aber ich will die alle nicht so in dem direkten Umfeld hier haben, irgendwie.
Das ist der eine Typ. Ah. Ups. I'm running out of steam. Naja, macht nichts. Okay, das war aber nötig, weil sonst hätte ich es nie gewusst und vielleicht irgendwann mal eine richtig schlimme Situation erwischt. Das heißt, Kills können sie sehen, wenn sie in die Richtung schauen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das hat jetzt scheinbar keinen Einfluss auf irgendwas gehabt. Aber ist natürlich gut zu wissen. Denn das sind so Sachen, die sind in jedem Spiel irgendwie anders. Bei manchen kann man direkt neben denen stehen und dann jemand mit einem Schalldämpfer irgendwie abknallen und dann passiert gar nichts. Manchmal musst du nur auf einen anderen zielen und jemand könnte das sehen und so. Also haben wir denn hier noch irgendwas offen? Alle Orte überprüft. Da haben wir einen aufgeblähten. Das ist ein Parkplatz. Hier haben wir die Tankstelle. Unser Außenposten. Okay. Was ist denn? Ach, das ist hier richtig schön hier. Oh, wie toll. Schön. Sehr gemütlich. So ein Firewatch Tower ist immer, hat immer so ein totales Gemütlichkeitsgefühl für mich. Man weiß, man ist da allein in so einem Wald. Oben, man ist versorgt, man hat die Natur um sich rum, man ist irgendwie geschützt vor Bärenangriffen mit einem Gewehr oder irgendwas, sollte was passieren. Und dann schaut man einfach, dass alles okay ist und hier keine Rauchsäule zu sehen ist oder so. Und wenn doch, meldet man das. Super. Schon so ein bisschen so ein Traumjob von mir, finde ich. Oder so Ranger in so einem Nationalpark irgendwie. Ach toll. Ich glaube, das kann auch richtig nervig sein und auch anstrengend, aber so alles in allem finde ich das schon toll. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass es hier allmählich heller wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ach, warte mal. Ungebunden heißt, ich habe das nicht zugedingst. Sehe ich das richtig? Ja, wobei nach unten scrollen, nach oben scrollen. Hier. Hahaha, jetzt hab ich's. Alles klar. Know what makes the air taste so bad. You should be almost there by now. You can tell you're close by the red haze in the air. Okay. Is this das da? Ja, ne?
Kann ich hier einfach so atmen? Ja, sieht gut aus, ne? Hey, habe ich das falsch in Erinnerung? Mir war so, als ob man dann aufs Auto... Okay. Bleib doch stehen! Ich denke, weil das schräg steht, geht das nicht so richtig. Nicht so laut, nicht so laut, alles gut. Sei still. Fire in the hole! Fire in the... Fire in the boom. Almost empty on that. No more of that. Fuck yeah, it's hurting! Don't let up! Not sure if it's dead yet. Ooh. Nein, hau ab. Almost empty on that. Using my last magazine. Last shot. I'm out. Mist. Nein! Hell yeah! Fuck you! We should be able to start securing this area now. Yeah! Way to go! Ah, ich hab Kennedy vergessen. 200 Einfluss. Uhuhu, was geht denn hier ab? Yes, davon habe ich gesprochen. Nicht schlecht. That is a lot to carry. So, zeig mal her, wie kann ich denn jetzt den Rucksack tauschen? Kann ich den... I can't carry that much. Wir haben das Auto da. Hui. Das war knapp. Ein bisschen dumm. Aber gut. Komm, hau das mal eben rüber. Hau das mal rüber. Wieso kann ich den denn nicht... Wieso kann ich den denn nicht ablegen? Ausrüsten. Ah, das ist es. Okay. Einlagern. Und ansonsten... Naja, obwohl, das kann ja auch drüben bleiben. Genau, leichter Bolzen. Die dafür. Und ansonsten sieht es soweit ganz gut. Von genau so einem Rucksack habe ich gesprochen. Wie viel Platz... Naja, viel größer ist es nicht, aber... Ich will mich nicht beschweren. Sehr gut. Doppelaxt ist nicht sonderlich schnell. Was scheint hier durchsuchen? Was? Ach, hier, der Schrank. Ja, die Taschenlampe ist ein bisschen merkwürdig. Die ist so... Das haben einige Spiele, dass die dann so hinter Gegenstände leuchtet. Aber gut, das kriegen wir auch alles hin. Ich bin ja beruhigt. Warte mal, das links bedeutet, ich bin noch nicht ganz infiziert, aber ich sollte wahrscheinlich aufpassen, ne? Es
Gehen wir rüber zu Kennedy, besprechen das mit ihr. Truckermütze, Schmutzfink. Nothing left to find here. Doch, 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 sehr schön. Super. Ach, schön, dass das geklappt hat. Knappe Kiste, keine Frage. Aber sehr gut. Maximale Gesundheit wiederherstellen. Hier tobsüchtig oder irgendwas. Ach was, das ist jetzt alles komplett befreit oder wie? Vertrauen ist schwierig, dass das klingt nach einem Schritt in die richtige Richtung. Wir möchten euch in eurer Basis besuchen und über die Zukunft reden. Was? Fliegende Autos und so, oder was? Alright, lead the way. I'm right behind you. Okay. Ja, toll. Oh. Das hätte was gegeben jetzt. Ah, Mist. We got a zombie approaching. Hör doch auf zu schießen! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Oh Mann, ey! Deshalb bin ich gern allein unterwegs. Finally clearing out one of those plague hearts is a big first step. Are you telling me there's more of them around here? Most of town is crawling with plague sets. It's really bad. Other towns have it worse. Warlords, if we wanted to, just stage a coup and roll. Okay. Everybody, say hi to our neighbors. They wanted to share some wonderful news with us. There are plague hearts all over town. Oh my god. But if we work together, we could clear them out. You're nice and all, but I'm not sure I'm ready to count on you to help keep me and my friends alive. Mit ihm hier, oder? We don't have to trust them completely. We can stay neighbors and just trade with them. Uh-uh. If you're so eager to have friends, then we should bring them here, where we can keep an eye on them. Let's ask them what they want to do. So, jetzt haben wir fast keinen mehr. That offer to join you here. Enklavenvorteil Frühstückspension. Wir denken, ihr solltet euch uns anschließen. Zusammen sind wir eine stärkere Gemeinschaft. Kennedy und Gavin rekrutiert. Naja. Good call. I think this will work out well. Große Wahl habe ich jetzt nicht. 200 Einfluss, sehr schön. Maybe nobody wants to hear this, but we have to get organized. If we keep making things up as we go, sooner or later it's gonna bite us in the ass. Gotta pick somebody to be in charge. I'm not even sure I want the job, but I do know what I'd do if I had it. Okay, die Persönlichkeit eines Überlebenden entscheidet, welche Art von Anführer er wird. Everybody around here is working together and getting along. Jeder der vier Anführertypen verfügt über einzigartige Anlagen und Missionen. Probiere den Sheriff, Kriegsherr, Baumeister und Händleranführer und erfahre, was sie im Angebot haben.
Sheriffs glauben an den Schutz der Stadtbürger und riskieren viel, um anderen zu helfen. Sie tolerieren weder Plünderer noch Diebe und kämpfen gegen sie, wenn es die Situation erfordert. Sie können das Feldlazarett und fortgeschrittenere Versionen der Lounge- und Schießanlage bauen. Sprich mit Gavin, wie es ist, Baumeister zu sein, wie es ist, Händler zu sein, Kriegsherr zu sein. Our future depends on being able to take care of our own needs. Kämpft gegen die Infektion 29%. If only I had room for it. Our future depends on being able to take care of our own needs. Okay. Gavin hat sich vom Trauma erholt, das freut mich. Tja, wer wird Anführer? We need to find friends. Please, trust me and let me reach out as the team's trader. I know I can do this. Looks like we're running low on ammo. Die Händler glauben an Vertrauen und Großzügigkeit, selbst in der Apokalypse. Na, sie streben ein Netzwerk mit befreundeten Enklaven an, die sich gegenseitig unterstützen. Sie können ein Handelsdepot, eine fortgeschrittene Brennerei und die größte Farm herstellen. Das ist ein Riesenvorteil. Das hier gefällt mir nicht so richtig. Befreundete Enklaven, weiß ich nicht, inwiefern die sich gegen uns stellen können, wenn irgendwas mal schief geht. Ich rede mal mit der Leiter. The world's always been full of bad people. You gotta be serious about surviving at any cost. As our warlord, I could do that for us. Die Kriegsherren vertrauen den Leuten in ihrer eigenen Gemeinschaft am meisten. Sie glauben, dass nur jene, die stark sind und dem Team nutzen, das Überleben verdienen. Sie können ein Waffenlager und fortgeschrittene Kasernen und Kampfstudios bauen. Muss Gavin nochmal fragen, da habe ich es verpasst. Our future depends on if I were the team's builder. I'd get us planning for the long haul. Oh, hey, I got a thought. We gotta find allies in this town who will help us wipe out the blood plague. We can't do it alone. Baumeister glauben an die Sicherheit und absolute Eigenständigkeit. Sie streben danach, für eine große und wohlhabende Gemeinschaft zu sorgen. Sie können Scharfschützen, Türme, fortgeschrittene Generatoren und Kasernen herstellen. Wer soll anführen? Machen wir das nicht hier drüber? Überlebende können... Oh Gott, mit dem Grab hier, Mann. Können Anführer werden, wenn sie ihr Ansehen in der Gemeinschaft auf den maximalen Wert bringen. Wähle den Anführerslot und schaue dir deine Optionen genau an, bevor du dich entscheidest. Ist das nicht das hier? Hier. Wenn ein Überlebender sein maximales Ansehen erreicht hat, kannst du ihn hier zum Anführer machen. Überlebende verdienen Ansehen, indem sie Missionen abschließen und Dinge für die Gemeinschaft erledigen. Ich vermute, das hat noch keiner. Das ist jetzt aber auch nervig, dass das hier so im Weg ist. Ansehen, Rekrut. Und dann wird man quasi Führerschaft, in seinem Fall Baumeister, was ich sehr gut finde, wegen des Scharfschützenturms. Aber da ist gerade noch keiner und deshalb ist das im Grunde, gründe ein neues Zuhause. Sag mal, Leute, habe ich irgendwie einen Fehler im Zeigefinger? Warum? For us to keep growing, we need a bigger, sturdier base. The good news is that we can pack up and bring everything along when we move. Nothing will get lost. Hey. I think I saw a nasty looking zombie up by the ranger station. Überreste. Das ist schon mal eine feindliche Enklave mit drei Leuten. Wir sollten sie kennenlernen. Eine Bedrohung unserer Sicherheit, Gemeinschaftsziele. Verdiene Ansehen in deiner Gemeinschaft, indem du einen Tobsüchtigen in der Nähe der Ranger Station jagst. Mhm. Ciao.
Diese grotesken Fleischhügel beginnen im schlummernden Zustand und werden erst durch Spieleraktionen innerhalb des von ihnen kontrollierten Territoriums erweckt. Sei in ihrem Gebiet vorsichtig, denn sobald ein solchen Hest erwacht, wird es so lange Horden losschicken, um Infektionsherd zu verbreiten, bis es zerstört ist. Es gibt viele Möglichkeiten, ein solchen Herd zu zerstören, aber Feuer ist besonders effektiv. Ich kann okay nicht drücken. Seuchenherzen setzen infizierende Horden frei, die dann Orte auf der Karte infizieren. Wenn infizierende Horden einen bestehenden Infektionsherd erreichen, erhöht sich seine Schwere und die Zahl der vorhandenen Zombies steigt. Wenn infizierende Horden einen bestehenden Infektionsherd erreichen, kannst Infektionsherde schnell loswerden, indem du alle Kreischer beseitigst. Jedoch lassen all die anderen Freaks, die zu Infektionsherden locken, manchmal Gegenstände fallen, wenn sie getötet werden. Du kannst Funkrufe verwenden, um Mitgliedern der Gemeinschaft aufzutragen, Infektionsherde auszukundschaften und zu zerstören. Wenn man ein erwachtes Seuchenherz zerstört, wird der von ihm erzeugte Infektionsherd im Laufe der Zeit verdorren. Okay. I'll be back before you miss me. Wir durchsuchen ihn erstmal. So blöd das war, ich habe da diesen Bloater angefahren und das hat halt nicht geholfen. Eieiei. This is going home. No room. Ja, wirklich no room. Haben wir hier endlos viel Platz oder? Ja, scheinbar. Können wir ausrüsten, die können wir ausrüsten. Das kommt alles rüber. Ach nee, warte mal, für die habe ich gar keine Munition. Und dann machen wir es so. Und das so, das passt. So, dann geht's weiter auf Erkundungstour. Ach nee, warte mal, der hat ja noch Zeug dabei, der Junge, ne? That's a lot of stuff. Ist denn Rusty Rosies? Ach, da hinten. Eieiei, das ist aber ganz schön weit weg. Woher kommen wir an den Pfeifen hier vorbei? Die sind hier oben. Mach mal so. Das nehmen wir trotzdem mit. Und hier... Das kann vielleicht nicht schaden, oder? Nicht sonderlich viel Munition, aber besser als nichts. Und dann schauen wir mal, was die Herrschaften mir zu sagen haben. Keine Ahnung, ob ich da jetzt friedlich rangehen könnte. Nee. Ich glaube, das hieß immer, dass sie sofort schießen werden. Nur mit der tiefstehenden Sonne ein bisschen aufpassen.
Ich will nur einmal eben die Lage abchecken, ob die mich so sehen können oder nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung, ob ein Headshot hier ein Headshot ist oder ob das ein paar mehr Schüsse benötigt. Okay, der ist daneben. Kommt der raus? Zed's up ahead. Oh. Vielleicht war es ein Fehler, die sofort zu töten, aber ich wollte es nicht riskieren. Was denn? Jetzt haben wir's. Das ist natürlich blöd, dass das hier so einen Lärm macht. Fuck me, a screamer. Let's go, let's go. Probably take a break before I fall over. Da haben wir noch einen Screamer, aber der schaut. Der schaut in unsere Richtung, leider. I don't want to be near that bloater when it pops. Das kriegen wir schon hin. Über abgelaufene Medikamente gefunden, die man noch verwenden kann. Sehr gut. Fünf Einfluss. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, die Armbrust zu holen. Denn ich will mir das Haus schon noch mal ein bisschen anschauen, gucken, was da so drin ist. So. Ah, die sind getauscht worden. Okay, perfekt. Oh nein, ich habe die anderen Dinger. Ein Schuss ist ein Schuss. Ja. Vielleicht wenigstens den anderen Screamer. Mal schauen. Oh, da sind doch ein paar. Eieiei. Ich wollte eigentlich nur mal reinschauen ins Haus, denn die werden ja auch ein paar Vorräte gehabt haben. Da ist der Screamer, das passt. Ich glaube, im Haus sind welche. Yeah.
Ich muss jetzt herausfinden, ob er das hier hinterm Zaun mitkriegt, dass ich da bin oder nicht. Ich kann die einzelnen Menschen ja auch nochmal looten. Schauen wir mal. Wenigstens Munition oder irgendwas, was mir hier hilft. Hier haben wir noch eine Pistole, die ist aber beschädigt. Das nehmen wir mal mit. Jetzt höre ich drin was ich nicht ganz deuten kann. Ist das nur der eine? Sehr gut. Again. Mama anrufen, Kiste mit Samen. Ja, mit diesem ganzen Farmzeugs und Anbau und so, da habe ich gar keine Erfahrung drin. Da muss ich dann mal schauen, je nachdem wer Anführer wird. Wie weit man das bauen kann, oder ausbauen kann, besser gesagt. Ein bisschen Schrot kann nicht schaden. Antriebswellenknüppel, sehr gut. Jetzt nochmal das Zeug. Nehmen wir mal den Rucksack mit, damit jeder am besten so einen großen Rucksack hat. Das ist der letzte Raum. Vielleicht ist das ja deren Vorratskiste hier. Place to put that. Hm. Kann ich die nicht stacken? I'm not gonna find anything else here. Oh, Kaffee. Yeah, no, that's not a thing. Nee? Weiß ich nicht so genau. Brauche ich dafür mehr Leute, um mehr Außenposten-Slots zu bekommen? Kein Benzin gefunden. Aber war auch keine Tankstelle. Nee, 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 nee. Alter. Ich fände es ganz cool, wenn man das Auto einfach rollen lassen könnte. Ach, warte mal, jetzt geht's. Ja, okay. Es muss komplett stillstehen und dann einmal leicht antippen, scheinbar. Und da macht man nicht so viel Lärm, nehme ich mal an. Hier haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit,
ein bisschen Benzin zu finden. Ain't that the perfect place for a new home? Na, ist das so? Weiß ich nicht. Bleib auf jeden Fall hier stehen. Wir haben jede Menge Zombies voraus. Können wir mal ein bisschen was rüberschieben? Das können wir vielleicht... Ach, kann ich das nicht direkt droppen? Aus dem Fahrzeug raus? Step 2, find useful stuff. Sehr gut. Perfekt. Auto fahren. So, der Kanister, der wird dann weggeschmissen. Okay. Nothing here. Let's hope the next one's a winner. Der mich da sieht. Okay. Ich hoffe, dass das drin bleibt und nicht irgendwie despawnt, wenn man es einmal entdeckt oder so. Macht eigentlich keinen Sinn, aber könnte durchaus sein. Hier haben wir ein Fahrzeug. Truck stop that's in pretty decent shape. Lots of space for our stuff. We wouldn't even have to do much to move right in. Okay, das heißt, ich muss das nicht nehmen. Potenzielle andere Basen. Was ist hier? Gründe ein neues Zuhause. Was ist denn das für ein Ort? War das? Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Das ist schon nicht verkehrt so. Ich finde, von der Umgebung her ist mir das fast ein bisschen zu hügelig. Da kann man nicht sonderlich weit sehen. Oh Gott, oh Gott. Komm, die Sternsänger. Ja, so ein Farmhaus, ich weiß nicht, ob das in dem Fall geht, wäre mir fast lieber, wenn man ein bisschen Blick hat, auf, wenn etwas aus der Ferne kommt. Jetzt weiß ich nicht, ob die irgendwie erst ab einer gewissen Entfernung spawnen und das dann am Ende keinen Unterschied macht. Aber ich würde natürlich, bevorzugen, wenn ich, so wie hier, viele Bäume und ein paar Hügel und so, schwer zu sagen, wenn da jemand kommt oder eine Horde oder so, man hört es natürlich. Mich hier runter? Wie ist denn hier?
Fall Damage, wollte ich sagen. It's a bit of a fixer-upper, but this place could make a nice home. Dürften eigentlich nicht reinkommen können, weil da ja ein Zaun ist mit dem Bus. Ich weiß allerdings nicht, ob die vielleicht klettern. Nee, wir schauen uns weiter um. Ist da noch ein Raum? Ist das außen? Den Eindruck, dass sie gar nicht weiterziehen. Ah ne, die bleiben da tatsächlich. Hier, die stehen da an der gleichen Stelle noch. Muss ich nur zusehen, dass ich hier rauskomme, ohne den über den Weg zu laufen. Was ist das für ein Raum? Der hier, ne? Diese Garage. Ugh, I can smell them hanging around. Okay. Oh, die kommen rein. Wirklich nicht? Schade. Das wäre natürlich toll gewesen. Aber hier vielleicht. Ja, okay. Okay, ich ziehe mich erstmal zurück. Wir haben 1, 2, 3 potenzielle andere Basen. Ach, wir haben ja einen auf dem Rücken. I'm home and not dead. My two favorite things. gib mir mal die Bolzen. Sind das die leichten? Genau, dann nehmen wir die mit. Das kann rüber, das kann rüber. Kann dann jemand anderes haben?
That's a lot of stuff. Die lassen wir mal hier drin. Ach, das Toolkit können wir auch hier lassen. Good to see you ain't dead. Zum Inventar, zu meinem Inventar? Ja, okay. So, wir schauen noch mal eben, was wir hier für Punkte haben. Da bin ich gerade gewesen. Ist an sich ganz cool. Wie gesagt, die Umgebung könnte ein bisschen schwierig werden. Kopfgeldvermittler, sehr schön. Das gibt's auch noch. Keine Ahnung, was das für ein Ort ist. Oder wie da die Umgebung ist. Aber es ist ein ganz schönes Stück entfernt. Und auch hier haben wir scheinbar eine kleine Stadt. Oder so ein Ort. Und auch hier drüben, was ist das? Kirche von New Hope. Dann werde ich diesen Pizzaladen hier aufgeben. Was ist denn mit ihm, Gavin? Kann ich ihn... You know, I was always partial to America the Beautiful. Somewhere around Purple Mountain Majesties, I'd get a chill. Okay. Liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal und dann schauen wir mal, was Providence Ridge da hinten noch so zu bieten hat und wie wir uns schlagen. Wir brauchen auf jeden Fall Munition und dann kämpfen wir uns weiter durch die Apokalypse. Bis dahin. Ciao.